Hallo, mein lieber Wassermann. Mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Wassermann. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Wassermänner. Nimm daher auch nur das mit dem du wirklich in Resonanz gehst, und schau dir bei Bedarf gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Ich werde nicht das sagen, was man gerne hören möchte, sondern das, was gebraucht wird. Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum heute für dich hat. Okay, mein lieber Wassermann, ich muss nur kurz kontrollieren. Ja, man sieht alles. So. Geht schon los. Hier geht's um eine Veränderung, mein lieber Wassermann, eine größere Veränderung, wie mir scheint, denn wir haben hier die 555. Das ist eine Veränderung auch zu deinen Gunsten, ist eine Engelszahl in meinen Legungen, zeigt doch immer an, dass du am absolut richtigen Weg bist. Egal, was sich da gerade zeigen mag, es geht hier um etwas Größeres, etwas Wichtiges, und die 555 ist immer ein Indikator für eine Veränderung, eine signifikante Veränderung und vermutlich auch eine andauernde Änderung im Alltag. Vielleicht geht es hier bei dir beispielsweise um einen Jobwechsel, vielleicht bist du auch umgezogen oder bist dabei umzuziehen. Kann auch sein, dass hier neue Personen dein Feld betreten oder eben verlassen haben. Das kann auch sein. Es ist auf jeden Fall, was auch immer sich hier tut, wenn man das im Großen und Ganzen sieht, ist das für dich wichtig, und diese Veränderung soll auch eben sein. Wir schauen jetzt aber ein bisschen näher hinein, worum es hier geht. Und da habe ich auf deiner Ebene eine Erkenntnis. Irgendetwas ist dir hier bewusst geworden, mein lieber Wassermann. Und es geht hier vor allem um etwas, also es könnte hier um Finanzielles gehen, also tatsächlich um Einkommen, dass du hier eine Blockade erkannt hast. Ich habe hier irgendwie so das Gefühl, es geht hier um eine Selbsterkenntnis, wo du dir vielleicht selber im Weg gestanden bist lange. Etwas, was man auf den ersten Blick nicht so leicht erkennt, denn ich habe hier auch den Impuls, dass diese Wahrheit vielleicht im ersten Moment ein bisschen unangenehm ist, aber sehr heilsam. Und das ist wirklich etwas Gutes, und das hier in Kombination hat dann eben auch Potenzial, groß zu werden. Warum du hier vermutlich gelandet bist bei dieser Legung ist, wenn hier alles jetzt im Wechsel ist, möchte dir das Universum vielleicht die ein oder andere Sache mitteilen, damit dieser Wechsel oder diese Veränderung auch wirklich zu deinen Gunsten über die Bühne gehen kann. Du weißt, das ist eine allgemeine Kartenlegung, daher bitte wirklich nur das mitnehmen, mit dem du auch wirklich in Resonanz gehst. Ja, ich sage das immer wieder dazu. Was man von außen sehen kann, ist, dass du hier eine Leidenschaft gefunden hast oder eine Leidenschaft lebst. Also man sieht hier schon eine Lebhaftigkeit, die hier hereinkommt in deinem Leben, und man sieht ja auch da, auch wenn du es vielleicht gerade nicht so siehst, das kann sein für einen Teil der Wassermänner, die hier zusehen. Du bist ja am richtigen Weg, und es geht hier irgendwie auch um deinen Lebenssinn, um dein Schicksal, was hier passiert. Und
auch um eine Ausgleichung, habe ich so das Gefühl. Also was auch immer hier los ist, du bist hier wirklich, du bist am richtigen Weg. Wir schauen jetzt aber nichtsdestotrotz mal in die Blockaden. Wenn du schon mal eingeschaltet hast, dann weißt du, die Blockaden, die wir hier wahrnehmen dürfen, die sind bereit aufgelöst zu werden und strahlen aktuell auf alle Lebensbereiche aus oder auf bestimmte Lebensbereiche ganz besonders. Und deshalb wollen wir uns genau die jetzt auch ins Bewusstsein holen und holen uns dann auch noch anschließend Lösungsimpulse vom Universum ein, was du eben tun kannst, um deine Situation zu verbessern. Und da habe ich jetzt bei dir gleich eine sehr, sehr wichtige Information. Und hier geht es darum, dass du aktuell die Dinge vielleicht ein bisschen zu pessimistisch siehst, vorsichtig ausgedrückt. Denn hier haben wir schon eher vorsichtige Gedanken, eher zurückhaltende Gedanken, eher Gedanken in Richtung, ja, was ist, wenn das alles nicht funktioniert oder was könnte alles schief gehen? Es ist vollkommen in Ordnung, solche Gedanken zu haben, mein lieber Wassermann, aber die nehmen gerade Überhand. Und da ist es dann, da bin ich dann auch gespannt, da sehe ich schon, da bekommen wir interessante Hinweise. Aber da ist es vor allem auch wichtig, dass du gegensteuerst und dir auch vorstellst, aber was passiert denn, wenn es klappt? Denn es geht hier schon darum, dass hier etwas funktionieren soll. Und ich sehe hier auch, du bist hier in einem Wechsel, in einer Wandlung. Es geht hier auch um deinen Lebenssinn, der hier irgendwo ein bisschen blockiert ist. Und ich habe hier auch das Gefühl, es geht hier um diese Haltung hier, dass du hier mehr das ansiehst, was schief laufen könnte, als das, was gut laufen könnte. Bevor ich hier eine Karte noch ziehe, geht es hier auch darum, warum du dich hier ein bisschen blockiert fühlst, weil du als Wassermann bist sehr innovativ von Natur aus. Das haben Wassermänner so an sich. Das ist ein Segen, aber auch ein Fluch zugleich und Fluch deswegen, weil viele Menschen nicht verstehen, was du hier vorhast oder hier deine innovativen Gedanken noch nicht wirklich verstehen und noch nicht wirklich teilen können. Es könnte sein, dass du dich eben sehr unverstanden fühlst und dass eben jetzt auch, dass hier vielleicht auch Zweifel hochkommen, ob das der richtige Weg ist. Und deshalb habe ich dir auch vorhin gesagt, also jetzt macht das auch für mich mehr Sinn, denn ich arbeite mich auch immer durch. Du bist am richtigen Weg, ja, und es versteht einfach noch nicht jeder. Gut, dann brauchen wir hier eigentlich keine weitere Karte, dann ist das eh sonnenklar, worum es hier geht, mein lieber Wassermann. Was ich jetzt auch sehe, und ich glaube, diese Information ist auch sehr wichtig. Es ist ja auch noch eine Blockade dein Umfeld betreffend. Es geht hier um irgendetwas, was nicht gut funktioniert hat mit einer Person im Umfeld. Das könnte sein, dass hier vielleicht eine Beziehung gescheitert ist, dass dir vielleicht jemand Schaden zugefügt hat, sich schadhaft verhalten hat, so wie ich das hier sehe. Auf jeden Fall irgendein Vorfall mit einer anderen Person, können natürlich auch mehrere Personen sein, dass diese Erinnerung, also das liegt in der Vergangenheit, die kommt aktuell wieder hoch. Und ich denke, es ist vor allem auch deshalb, das ist hier eine Art Prüfungssituation für dich, mein lieber Wassermann, das soll hier jetzt auch aufgelöst werden. Denn offenbar warst du vielleicht schon mal so auf einem, hast du eine ähnliche Erfahrung gesammelt, warst hier schon auf so einem ähnlichen Weg und dann ist hier irgendetwas schief gelaufen und diese Erinnerung kommt jetzt auch aktuell hoch. Das macht dann natürlich auch absolut Sinn, dass du hier ein bisschen innehältst und hier auch darüber nachdenkst. Das macht absolut Sinn. Nur was neu ist,
sagst, und da habe ich das Gefühl, und das ist absolut neu, ist diese Wahrheit, die hier aufgekeimt ist oder die hier bewusst geworden ist. Das heißt, du hast hier bereits etwas verändert und jetzt geht's eben auch darum, weiterzugehen, mein lieber Wassermann. Und wir schauen jetzt mal in die Lösungsimpulse vom Universum, was wir hier erfahren dürfen. Und da geht's um irgendein Gefühl von sich gefangen fühlen, eingesperrt fühlen. Da holen wir mal eine Information ein, eine weitere. Was dürfen wir denn hier noch erfahren, bitte? Okay, du fühlst dich hier offenbar beobachtet von einer weiteren Person oder vielleicht auch mehreren Personen, was diese Veränderung betrifft oder diesen neuen Weg. Es geht hier, glaube ich, durchaus um etwas Finanzielles oder etwas sehr Wertvolles für dich, ja. Und du fühlst dich hier, wie gesagt, beobachtet von einer weiteren Person oder mehreren Personen und genau das ist jetzt wichtig, dass du dir das auch ins Bewusstsein holst. Ich denke, es geht hier auch darum, können diese Personen oder kann diese Person hier irgendetwas ausrichten oder hier irgendetwas anstellen. Also ich sehe einfach, dass hier auch ein bisschen Sorge mitschwingt. Die Frage ist, inwieweit diese Person Zugriff auf dein Feld hat. Und damit meine ich jetzt nicht nur energetisch, sondern damit meine ich beispielsweise auch Social Media. Hast du vielleicht Profile auf diversen Social Media Plattformen? Hat diese Person Zugriff? Deine Sichtbarkeit, was diese Person betrifft, kann man das vielleicht ein bisschen einschränken? Was macht dir hier Sorge? Was könnte diese Person erfahren? Oder was ist hier los, dass dich das so belastet? Oder was kann man hier machen? Denn es ist wichtig zum einen, dass du dir das ins Bewusstsein holst. Du fühlst hier irgendeine Bedrohung. Ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich eine Bedrohung ist oder nicht, aber ich vermute mal, es hat eine bestimmte Wichtigkeit, denn sonst würde sich das hier auch nicht so in den Karten zeigen, mein lieber Wassermann. Es gibt hier aber etwas für dich zu erfahren und du kannst das eben auch auflösen und vielleicht kannst du diese Person auch einfach blockieren. Ja, ich sage es jetzt mal ganz, ganz gerade heraus. Vielleicht kann man diese Person einfach blockieren. Ich weiß nicht, in welchem Verhältnis du zu dieser Person stehst. Vielleicht ist das auch die Person, mit der du dieses Unglück hier erlebt hast. Das kann natürlich auch sein. Und du weißt vermutlich ganz genau, wer das ist. Und hier geht es jetzt eben auch darum, dass du dich hier raus irgendwo auch befreist und hier Schritte setzt. Das wird hier auch zu einer gewissen Ruhe führen und auch diese negativen Gedanken, die wir hier haben, mit auflösen. Also dazu beitragen, dass du hier positivere Gedanken hast, ja. Also das ist hier zum einen wichtig. Dann habe ich hier noch etwas und da geht es jetzt wirklich um eine Prophylaxe, mein lieber Wassermann. Es geht jetzt auch darum, bei deinem Weg, den du hier eingeschlagen hast und bei dieser Veränderung ist es jetzt auch ganz wichtig, also explizit wichtig für dich, dass du hier aktiv Unternehmungen machst, die dir Spaß und Freude bereiten. Es geht hier muss nichts Tiefgründiges sein in dem Sinn. Es geht hier einfach darum, auch mal loszulassen, die Seele baumeln zu lassen, sich frei zu fühlen, sich leicht zu fühlen und du sollst solche Unternehmungen machen, was auch immer das für dich bedeutet. Du weißt es bestimmt genau, welche Dinge dir im Alltag Freude bereiten oder mit welchen Personen du schöne Stunden verbringen kannst oder welche Person eben. Das ist hier ganz, ganz wichtig, dass du das jetzt machst, denn hier greife ich schon vor in die Tendenz. Du weißt, es geht hier in der Tendenz, wenn du schon mal eingeschalten hast, geht es hier immer um hohe Wahrscheinlichkeiten, ja, Wahrscheinlichkeiten. Die Tendenz ist immer
ist schon auch etwas, was variabel ist und wo wir immer etwas machen können. Ja, also hier ist nichts in Stein gemeißelt und hier geht es eben darum, das Universum möchte, dass du das jetzt auch machst, dass du hier geht es vielleicht auch um eine Work-Life-Balance, die wichtig ist, dass du hier für mehr Erholung sorgst, für mehr Freude sorgst, wirklich aktiv. Denn hier besteht die Gefahr, dass du hier vielleicht ausbrennst, ja, und dass dir hier irgendwann die Energie ausgeht. Und es geht hier auch ganz stark darum, dass du hier deine Batterien auch auflädst. Das heißt nicht, dass du alles, was du gerade machst, niederlegen sollst. Nein, auf keinen Fall. Aber wichtig ist, dass du in deinen Alltag jetzt wieder vermehrt Sachen einbaust, die dir Freude bereiten. Das ist ganz, ganz wichtig und das wird ein Game Changer sein für dich. Also das wird hier einiges auch verbessern. Vor allem auch, weil du dadurch mehr Vertrauen in deinen Lebensweg fassen kannst. Das bekomme ich hier nämlich auch herein. Und hier auch mehr, ja, hier geht es um ein Vertrauen in deinen Lebenssinn, in den Weg, den du hier eingeschlagen hast. Und das kannst du hier ganz aktiv fördern. Das können auch ganz kleine Dinge sein oder vermeintlich kleine Dinge, wie wenn du beispielsweise gerne Tee trinkst, dass du eine Tasse Tee genießt oder eben wenn du gerne Kaffee trinkst, eben das oder ein Glas Wasser oder was weiß ich. Das muss nichts Riesengroßes sein. Es geht hier um die Dinge, die dir einfach Freude machen. Und das, ja, je nachdem, wie viel du auch zu tun hast und wie viel Zeit du da freischaufeln kannst, fang dann vielleicht mit kleineren Dingen an. Aber es ist ganz wichtig, dass du hier jetzt aktiv etwas machst, damit hier diese Veränderung zu deinen Gunsten hier gut über die Bühne gehen kann. Denn die ist entweder schon im Rollen oder sie steht kurz bevor und du brauchst eben auch Energie und auch Seele baumeln lassen. Freude ist Teil davon und ist wichtig, wirklich, wirklich wichtig, dass das auch gepflegt wird. So, und dann bekomme ich hier auch noch eine sehr interessante Meldung herein, was das Umfeld betrifft in den Lösungsimpulsen. Es geht hier um eine Person, die offenbar sehr viel besitzt und sich dessen gar nicht bewusst ist oder das nicht oder der nichts genug ist. Eine Person, die mit nichts wirklich zufrieden ist, zeigt sich hier. Und da holen wir jetzt noch eine Information ein. Also könnte sein, dass das hier auch mit diesem Unglück zu tun hat, aber ich möchte das noch genauer abklären. Bitte noch eine Information. Okay, da bekommen wir zwei Karten. Es geht hier darum, und das wird dir helfen, hier auch loszulassen und loszugehen, auch zu erkennen, dass du hier einen besonderen Weg gehst. Diese Person gönnt dir offenbar etwas nicht und macht dir auch etwas vor, und das kann man auch erkennen. Deutet schon auch einiges darauf hin, dass für einige von euch hier, ja, dass das hier mit diesem Unglück in der Vergangenheit zu tun hat, also direkt mit dieser Person. Oder dass du jetzt eine Person im Feld hast, die so ähnlich ist wie eine Person aus der Vergangenheit, wo du hier ein Unglück erlebt hast. Und es ist wichtig, dass du erkennst, dass diese Person hier nicht mit offenen Karten spielt. Das kann man offenbar ganz gut erkennen. Diese Person möchte sich vielleicht auch an dir bereichern. Das kann auch sein. Vielleicht ist das auch diese Person, von der du dich beobachtet fühlst. Behalte hier auch im Hinterkopf, das ist auch eine Information, die hereinbekommt. Du hast absolut unter Kontrolle, was
was diese Person über dich erfährt. Deshalb geht es ja, denke ich, auch darum, dass diese Person möglichst wenig Informationen bekommt, was du hier machst oder worum es hier geht. Diese Person macht dir auf jeden Fall etwas vor und dessen sollst du dir bewusst werden. Ich weiß nicht, ob man diese, ob es hier darum geht, diese Verbindung auch tatsächlich zu lösen. Das obliegt deiner Entscheidung. Vielleicht geht es auch darum, diese ganze Sache mal aufzuklären. Diese Person kann jeder sein, das kann im beruflichen Umfeld sein, das kann familiär sein, das kann auch jemand im Freundeskreis sein oder im weiteren Freundeskreis sein. Es ist ja wichtig, dass du dir das bewusst machst, auch dass diese Person ja vermutlich auch mit sich selbst sehr unzufrieden ist und das auch ausstrahlt und du sollst dich hier auch dementsprechend schützen. Was ich hier aber ganz einfach reinbekomme, ist, dass wenn du dir dessen bewusst wirst, wie diese Person tatsächlich ist und nicht, was sie vorgibt zu sein, dann wird es hier für dich sehr leicht, dass du hier deinen Weg auch beschreitest. Und du hast hier wirklich eine wunderbare Veränderung vor dir, mein lieber Wassermann. Und diese Informationen sind eben sehr wichtig. Und jetzt schauen wir uns noch die restlichen Meldungen in der Tendenz an, was hier höchstwahrscheinlich auf dich zukommt. Und da sehe ich ein Wiedersehen mit einer bestimmten Person aus deiner Vergangenheit offenbar. Hier geht es um ein Treffen. Da möchte ich jetzt gerne wissen, was darf ich hier noch sagen? Was dürfen wir über dieses Wiedersehen denn noch erfahren, liebes Universum? Alles klar, okay, das ist sehr wichtig. Es wird hier ein Wiedersehen angemeldet in der Tendenz, also eine hohe Wahrscheinlichkeit, muss aber nicht sein, dass das passiert. Kann auch sein, dass das nicht eintrifft, denn hier geht es um eine Art Prüfung. Also hier geht es darum, dass hier eine Person, die du bereits kennst, dein Feld wieder betreten könnte oder plötzlich vor dir auftaucht oder du diese Person siehst und diese Person macht dich irgendwo krank. Vielleicht jetzt einfach mehr so, dass du hier so ein schweres Gefühl bekommst. Das kann auch, wie gesagt, kann auch hier diese Person aus der Vergangenheit sein. Hier geht es um eine Prüfung. Und dass du dich darauf nicht wieder einlässt, ist hier irgendwo die Information. Es wird hier eben auch geprüft, ob du diesen Weg, also den Weg deiner Bestimmung jetzt tatsächlich annimmst oder hier in ein Muster zurückfällst. Wir haben hier, wie gesagt, auch diese Wahrheit, die dir vor kurzem oder die dir gerade bewusst geworden ist. Die ist ja auch sehr wichtig, was dieses Wiedersehen betrifft, dass du hier dementsprechend dann auch Schritte setzt. Vielleicht geht es ja auch einfach darum, diese Person zu sehen oder vielleicht sind es auch mehrere Personen und zu sagen, okay, ich habe meine Lektion gelernt, nein, danke, ich gehe weiter, denn ich habe hier einiges noch zu tun, einiges vor mir und diese Personen sind hier oder diese Person ist nicht Teil meiner Zukunft, sondern Teil meiner Vergangenheit. Okay, und dann haben wir hier noch etwas in der Tendenz. Okay, was ich hier reinbekomme, ist, dass du Zeichen bekommen wirst. Unterschwellige Zeichen vom Universum deinen Weg betreffend. Es ist aber eben wichtig, dass du hier diese negative Energie, die von dieser Person irgendwie in deine Richtung schwallt, und das ist irgendetwas, was sich gegenseitig anscheinend auch befruchtet, dass das hier unterbrochen wird. Also, dass du hier für dich dementsprechend auch Maßnahmen setzt, denn das schaukelt sich eben auf. Also diese Person, von der du dich beobachtet fühlst, dass du hier dafür sorgst, dass du dich eben nicht mehr beobachtet fühlst und dass diese Person auch nicht so viel von dir
erfährt, denn die Aufmerksamkeit, die dieser Person gewidmet wird, verschleiert dir hier den Blick auf bestimmte Vorzeichen, die eben wichtig sind, oder bestimmte Zeichen, auf die du wartest. Und hier kommen Zeichen auf dich zu, die hier irgendwo wichtig sind. Was genau, das bekomme ich hier nicht heraus. Es ist einfach, dass hier Zeichen kommen und die dir hier weiterhelfen, deinen Weg auch dementsprechend zu beschreiten, also deinen dir bestimmten Weg. Ich kann es jetzt nicht genauer ausführen, weil ich hier auch nicht mehr Informationen hereinbekomme. Das wird hier für jeden etwas anderes sein. Aber hier sind Zeichen und die werden sichtbar, wenn du hier eben diesen Energiefluss unterbrichst, beziehungsweise einfach auch dafür sorgst, dass diese Person eben auch nicht so viel mitbekommt, oder wo du dich beobachtet fühlst, einfach die Kanäle auch für diese Person dementsprechend reduzierst oder eben abdrehst. Das wird hier wie ein wahres Wunder wirken, mein lieber Wassermann. Ja, wir kommen jetzt zum Abschlussritual und ich freue mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar, wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere auch gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich, möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.